herzlich willkommen zum neuen Video. Heute natürlich wieder von der Fastnacht. Heute bin ich im Trainer unterwegs. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich wünsche dem viel Spaß. Zum Anfang erstmal ein bisschen warm tanzen und warm singen. Ja, das kann ich auch. Hört sich fast genauso an. Hier war ein ganz schönes Geschubse und Gedrängle, deswegen wackelt die Kamera mal so. Auch hier wird die Annemarie gleich zum Anfang gespielt. Nanu, wo wollen die denn alle jetzt hin? Die Kapelle rennt jetzt auch weg, da muss ich auch gleich hinterher. Ohne Musik ist schlecht mit Tanzen. Draußen ging es dann aber weiter. Wie überall gibt es jetzt die Aufstellung für einen Fotografen. Die Gelegenheit muss die natürlich auch gleich nutzen. Das Schlimme war, pünktlich zum Umzug fing es an zu regnen. Und das ging den ganzen Tag. Fototermin beendet, jetzt geht's durchs Dorf. Diesmal mit Schirm und Plan. Hier in Drenau sollen es 22 oder 23 Paare gewesen sein. Also ungefähr so wie in Heinersbrück. Bei dem Wetter war natürlich Tropfen auf der Linse nicht zu vermeiden. Obwohl ich schon wischte wie ein Held.
Ich kann ja nur hoffen, dass bei der nächsten Fastnacht besseres Wetter ist. Wahrscheinlich bin ich nächste Woche in Mischen mit dabei. Schon mal ein kleiner Hinweis. Weil vorhin die Annemarie ein bisschen kurz war, gib sie hier gleich nochmal auf der Straße. Jetzt geht's schnurstracks zum ersten Gehöft und erstmal ins Trockene. Hier kann man schon eher aushalten. Also die Kehlen werden auch hier wieder überstrapaziert. Vergesst sie nicht zu ölen. Und wieder geht es raus in den Regen. Und das regnet immer mehr. Jetzt wurde ich wohl noch fast vom Pauker erschlagen. Ja, mit Regenschirmen zu tanzen ist bestimmt gar nicht so einfach. Aber man lässt sich ja die Laune nicht vermiesen.
lauter. Das ist dann erstmal die letzte Aufnahme im Hellen. Ich bin dann erstmal in die Gaststätte zurück und habe meine Kamera getrocknet. Nicht, dass die mir noch abseift. Dunkel ist es geworden, aber es regnet natürlich immer noch. Und die Stimmung ist bereits auch feuchtfröhlich. Na bitte, es geht doch. Die Kapelle spielte zwar etwas völlig anderes, aber ist ja wurscht. Also dafür, dass so ein schlechtes Wetter war, war die Stimmung ganz gut. Da kann man ja echt nicht meckern. Wer ist Erika? Ist es denn? Yeah.
Die Kapelle hat wohl auch keine Lust mehr. Ah doch, weiter geht's. So, hier sind wir jetzt an der letzten Station angekommen. Danach geht's dann zurück. So, das war jetzt die letzte Station. Für mich wird es jetzt Zeit, in den Saal zu gehen, sonst beschlägt die Linse wieder. Hier haben wir jetzt noch den Einmarsch und da sind wir auch schon fast am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Däumchen freuen. Ein bisschen haben wir aber noch.
Die Kapelle verlässt den Saal, dann wird's für mich auch Zeit zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye bye.